Sledgehammer, 1986, 1988, ist eine bekannte amerikanische Fernsehserie, die das Genre der Polizeiserien satirisch aufgreift. Im Mittelpunkt steht der harte und gewaltbereite Detektiv Sledgehammer, der eine tiefe Liebe zu seiner Waffe hegt. Die Serie wurde schnell zu einem Phänomen dank der humorvollen Darstellung und der absurden Situationen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie die Hauptdarsteller von Sledgehammer damals aussahen und wie ihre Karrieren im Jahr 2024 verlaufen sind. Nummer 1. David Rasche spielte die Hauptrolle Sledgehammer, den unerschrockenen Detektiv. David Rasche wurde 1944 geboren und war 42 Jahre alt, als er 1986 mit Sledgehammer begann. Mit einer Karriere, die sich über Jahrzehnte erstreckt, spielt Rasche weiterhin in vielen Filmen und Fernsehshows. Derzeit ist er 80 Jahre alt und immer noch aktiv, zuletzt zu sehen in Projekten wie Succession und Veep. Nummer 2. Annemarie Martin spielte Dory Doro, die Kollegin von Sledgehammer. Martin wurde 1957 geboren und war 29 Jahre alt, als sie in der Serie mitwirkte. Nach dem Ende von Sledgehammer zog sich Annemarie Martin aus der Schauspielerei zurück, um sich auf das Schreiben und ihre Familie zu konzentrieren. Heute ist sie 67 Jahre alt und schreibt weiterhin Bücher und Drehbücher. Nummer 3, Harrison Page, spielte Captain Trunk, den Chef von Sledgehammer. Page wurde 1941 geboren und war 45 Jahre alt, als er die Rolle übernahm. Page hat eine lange Schauspielkarriere hinter sich und war in vielen Fernsehserien und Filmen zu sehen. Derzeit ist er 83 Jahre alt und tritt weiterhin in Produktionen wie American Horror Story und This Is Us auf. Nummer 4. Kurt Paul spielte Norman Blades, den Gerichtsmediziner und Kollegen von Sledge. Kurt Paul wurde 1952 geboren und war 34 Jahre alt, als er in Sledgehammer spielte. Er ist ein erfahrener Schauspieler und Stuntman, der auch Norman Bates in Psycho 2 und Psycho 3 dubelte. Heute ist er 72 Jahre alt und tritt nicht mehr häufig öffentlich auf. Nummer 5, Leslie Morris, spielte Officer Daly, einen weiteren Polizisten im Revier. Morris wurde 1955 geboren und war 31 Jahre alt, als er in der Serie mitspielte. Er setzte seine Karriere mit verschiedenen Rollen in Fernsehen und Filmen fort. Heute ist er 69 Jahre alt und hat sich aus der Schauspielerei zurückgezogen. Nummer 6, Bill Marcus, spielte Officer Fletcher, einen Kollegen von Sledgehammer. Marcus wurde 1956 geboren und war 30 Jahre alt, als er in der Serie mitwirkte. Nach Sledgehammer übernahm er einige kleinere Projekte und zog sich schließlich aus der Unterhaltungsbranche zurück. Heute ist er 68 Jahre alt und lebt ein zurückgezogenes Leben. Nummer 7. Sandy Ward spielte Mayor Jack Flambeau, den Bürgermeister der Stadt. Ward wurde 1926 geboren und war 60 Jahre alt, als er in der Serie auftrat. Er hatte eine lange Schauspielkarriere und war in vielen Filmen und Fernsehserien zu sehen. Ward verstarb 2005 im Alter von 78 Jahren. Nummer 8. Anna Nicholas spielte Officer Mayjoy, eine der Polizistinnen, die mit Sledgehammer arbeitet. Nicholas wurde 1955 geboren und war 31 Jahre alt, als sie in der Serie mitspielte. Sie setzte ihre Schauspielkarriere fort und betätigte sich auch als Drehbuchautorin. Heute ist sie 69 Jahre alt und immer noch in der Unterhaltungsbranche aktiv. Nummer 9, John Dunsworth, spielte Officer Madigan, einen weiteren Polizisten im Team.
Dunsworth wurde 1946 geboren und war 40 Jahre alt, als er in der Serie mitwirkte. Er wurde vor allem durch seine Rolle als Jim Leahy in Trailer Park Boys bekannt. Dunsworth verstarb 2017 im Alter von 71 Jahren. Nummer 10. Bill Bixby spielte Dr. Harold Smith, einen unvergesslichen Gastcharakter in der Serie. Bixby wurde 1933 geboren und war 52 Jahre alt, als er in Sledgehammer mitwirkte. Er war bekannt für seine Hauptrolle in The Incredible Hulk. Bixby verstarb 1993 im Alter von 59 Jahren. Nummer 11. Peter Jason spielte Commissioner Block, den höheren Polizeibeamten des Reviers. Jason wurde 1944 geboren und war 42 Jahre alt, als er in der Serie mitspielte. Er setzte seine Karriere mit zahlreichen bemerkenswerten Rollen in Filmen wie Deadwood und Argo fort. Derzeit ist er 80 Jahre alt und weiterhin in der Filmbranche aktiv. Nummer 12. Dennis Fimpel spielte Crazy Roy, eine exzentrische Figur, die oft in der Serie auftrat. Fimpel wurde 1940 geboren und war 46 Jahre alt, als er in der Serie mitwirkte. Er hatte eine lange Schauspielkarriere, bevor er 2002 im Alter von 61 Jahren verstarb. Die Hauptdarsteller von Sledgehammer haben sich durch ihre humorvolle Darstellung und die absurde Situationskomik einen festen Platz im Herzen des Publikums erobert. Seit den 1980er Jahren haben viele von ihnen ihre erfolgreichen Schauspielkarrieren fortgesetzt, während einige sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen haben. Dennoch bleibt ihr Beitrag zu dieser Serie unvergessen und wird weiterhin gewürdigt.